unflüssige Loch, das fehlerhafte Loch ist jetzt hier durch diesen roten Pfeil schon markiert und ich benutze jetzt die Schneidklebepresse, um dieses Zeichen zu entfernen aus dem Lochstreifen. Das ist im Prinzip ein zweiteiliges Gerät mit Noppen, wo ich die Transportlochung des Lochstreifens einklipsen kann. Moment, noch nicht an der richtigen. Doch, es ist die richtige Stelle. Das fehlerhafte Zeichen liegt jetzt vor der Kante. Ich presse das fest, schneide den Lochstreifen mit dieser Guillotine, die man noch solch von Dia-Rahmengeräten kennt, ab. Zeichen genau, gehe eins weiter und schneide jetzt genau das fehlerhafte Loch. Das Lochstreifenstück mit dem fehlerhaften Loch raus. Dann brauche ich ein Stück Ersatzlochstreifen. Das kann ich hier vom hinteren Teil mir abschneiden. Machen wir es möglichst knapp. So, und jetzt kann ich dieses Loch was ich beseitigen will, jetzt loche ich einfach nach, die Löcher, die bleiben sollen. Ups, jetzt bin ich dran. Mit dem Gerät kann ich jetzt also einzelne Löcher in den Lochstreifen reinstanzen. Und habe jetzt das überflüssige Loch beseitigt. Weil ich so einen schmalen Streifen nicht gut kleben kann, schneide ich ringsrum Leerstreifen ab und werde jetzt genau dieses Stück einkleben. Bei Lochstreifen ist es der Brauch, dass nicht gelochte Teile beim Einlesen einfach überlesen werden. Da ist also keine Information. Das heißt, wenn ich das hier so zusammenklebe, das war natürlich die falsche Stelle, wenn ich das jetzt hier so zusammenklebe, jetzt muss ich aber gucken, dass die Laufrichtung richtig ist, dann zeigt der immer noch vorhandene rote Pfeil auf das Loch, was ich hier mit durch die Neustanzung eliminiert habe. Und da gibt es dann solche schönen Klebestreifen, mit Hilfe derer ich den Lochstreifen wieder zusammenkleben kann. Das ist eine dünne Alufolie, die komplett ausgelocht ist. Das ist dann wichtig, wenn ich mechanisch den Lochstreifen abtaste. Und damit kann ich jetzt dieser Klebestreifen, der rastet jetzt auch in die Noppen meiner Schneidpresse ein. Nehme den hier runter, hobel das hier fest. Und da sieht man, dadurch, dass dieser Klebestreifen komplett ausgelocht ist, da wo im Originallochstreifen Löcher sind, die sieht man jetzt auch so, und da wo keine Löcher sind, sieht man das gelbe Material des Lochstreifens dazwischen. Ich lege das jetzt hier wieder hin und nehme den Rest von dem Lochstreifen. Thank you.
So, jetzt habe ich also dieses eine Zeichen mit dem fehlerhaften Loch, was vorher mit dem roten Stift markiert war, hier durch ein in den Lochstreifen eingeschobenes längeres Stück ersetzt und habe damit einen Fehler korrigiert.